Claire Waldoff wurde 1884 in Gelsenkirchen in einer Schankwartsfamilie geboren. Und gleich nach ihrer Geburt war klar, die hat ja so eine roten Haare wie der Nachbar und Freund der Familie. Sie war also ein Kuckuckskind. Das führte dazu, dass sie mit 12 Jahren in eine Pflegefamilie nach Hannover gegeben wurde. Und das waren die Eltern von dem später ganz bekannten Theo Ling. Sie konnte in Hannover eins der ersten Mädchengymnasien besuchen, Schauspielschule und ihre Karriere beginnen. Das folgende Lied sang sie 1921 im Keller vom Theater des Westens in der Kantstraße. Wenn ich mal wütend bin auf meinen Theo und er mir Szenen macht, weil ich mit Leo, wenn er dann Dirne schreit und wer weiß was spricht, wenn er mich gar bespeit, weil er so nass spricht, dann zürn ich nicht, dann zank ich nicht, dann schrei ich nicht, dann schelt ich nicht, dann bin ich liebenswürdig, 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 liebenswürdig. Ich hab Kultur und sage nur, ach, lege deine Wange doch mal an meine Wange und bleibe da recht lange mit deiner Wange, du süßer Herzensclown, ich kann dir stundenlang in die Augen schauen. Tja, stundenlang. Das folgende ist nochmal von Tucholsky. Das gibt Karrieren, die gehen durch den Hintern, die Leute kriechen bei den Vorgesetzten drin. Da ist es warm, da können sie überwintern, da bleiben sie eine Weile drin. Ha, denken die Kindheit, wer hat, der hat. Dann kommen sie raus, dann sind sie plötzlich watt. Dann sind sie plötzlich Feinherren geworden, dann kennen sie die Kollegen ja nicht mehr. Vor Eifer wollen sie jeden gleich ermorden, ich bin ihr Vorgesetzter, bitte sehr. Und jeder weiß doch, wie sie es haben gemacht, das wird so schnell vergessen, keiner lacht. In jenen Teil, der sitzt noch nicht 3 Stunden in seine neue Stellung drin. Da hat sich schon ein junger Mann gefunden, der kriecht wieder hinten drin. Und wenn die ganze Hose kracht, weil mancher so Karriere macht, er hat das Ding geschoben, nun sitzt da eben oben. Von oben frisch und munter, kiekt keiner gerne runter, weil man so rasch vergisst, weil man so rasch vergisst, wie man ruf, wie man ruf, wie man ruf gekommen ist, wie man ruf gekommen ist. 1929 wurden in der Charité in Berlin zum ersten Mal Schönheitsoperationen durchgeführt und dagegen sang Claire Waldoff. Mein Emil, der meckert mir so bregenklütrig an, mein Emil, der hat keine Scham. Mein Emil, der sagt, na, ich bin da nur dein Mann und ich möchte von der Ehe auch was haben. Ich möchte dir hübscher und niedlicher, mit jedem Wort appetitlicher, denn würde ich mir für mehr amüsieren, geh zum Doktor, da lass dir operieren.
Ich lass mir nicht die Nase verpatzen, wegen ihm seine unanständige Lust. Ich lass mir nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wegen ihm seine unanständige Lust. Wie ich bindet, hat der Emil doch schon immer gewusst, denn hätte er mir doch nicht zu nehmen gemusst. Ich lass kein Doktor ran an meiner Brust, wegen ihm seine unanständige Lust. Die Emma von Meyers ging bei Dr. Veilchenfeld und ließ sich auf hübsch operieren. Die dusselige Emma jagt den Veilchenfeld ihr Geld und nu denkt, sie könnte jeden Mann verführen. Man hat sie vermanscht in ne Charité, die war schon blöd, aber nu erst nee. Nu hat sie n Bauch wie ein Kerl und ein Podex wie ein 16-jähriges Girl. Ich lass mir nicht die Nase verpatzen, wegen ihm seine unanständige Lust. Ich lass mir nicht das Fett von der Oberschenkel kratzen, wegen ihm seine unanständige Lust. Wie ich bindet, hat der Emil doch schon immer gewusst, denn hätte er mir doch nicht zu nehmen gemusst. Ich lass kein Doktor ran an meiner Brust, wegen ihm seine unanständige Lust. Ich wär doch mein Leben nicht bei so'n Doktor gehen. Ich hab für so'n Blödsinn kein Geld. Ich hab mal drüber nachgedacht, ich kann es nicht verstehen, dass die Männer so'n vermanschtes Ding gefällt. Aus Liebe ans Messer, da lach ich doch nur. So'n richtiger Mann sagt doch, ich will Natur. Und macht da nicht von selber. Tam, tam, hilft ihn auch ne neue Brust nicht auf den Damm. Ich lass mir nicht die Nase verpatzen, wegen ihm seine unanständige Lust. Ich lass mir nicht das Fett aus der Oberschenkel kratzen, wegen ihm seine unanständige Lust. Wie ich bindet, hat der Emil doch schon immer gewusst, denn hätte er mir doch nicht zu nehmen gemusst. Ich lass kein Doktor ran an meiner Brust, wegen ihm seine unanständige Lust. Jawohl!